Tom, möchtest du der Gemeinde erzählen, was wir hier machen, warum wir hier sind? Also, wir sind ja von Microsoft und wir haben jetzt hier für die nächsten 6 Wochen dieses großartige Loft. Jetzt sind wir hier, die in die Menge filmen. Und was wir hier haben, ist sowas wie ein Coworking Space. Das heißt, man kann hier hinkommen, kann sich einen Arbeitsplatz nehmen und mit uns zusammen Apps entwickeln. Und Patrick. Das ist Cam. Cam ist verantwortlich für alle unsere Bestellungen. Cam wurde hier von ihrem Chef hingeschickt, um für uns Projektmanagement zu machen und ist dafür verantwortlich, für uns all unser Zeug zu bestellen. Also Fahnen, Banner, Essknete, Thai. Mein Thema, wo bleibt das eigentlich? Wo ist eigentlich unser Banner? Wo ist unser Essen? Und wo ist das Essen? Ganz ehrlich, wir haben vor Stunden Essen bestellt. Genau zu diesem Zweck, weil mein Schreibtisch nämlich weit von Pam entfernt ist. Habe ich mir dieses Megafon angeschafft, welches es mir erlaubt, unter Einsatz neuester Technologien Pam von meinen Wünschen zu unterrichten. Auf das Essen! Außerdem erlaubt uns dieses moderne Gerät auch Kontakt zu unseren Entwicklern aufzunehmen, die hier arbeiten. Jungs, was macht das Spiel? Genervt von dem Megafon. Wie man sieht, sind unsere Entwickler hochmotiviert und arbeiten unter Hochdruck an Windows 8 Apps. Immer, den ganzen Tag und jede Nacht. Man sollte erwähnen, dass wir nette Hilfe haben, die hier Schnittchen und so ein Zeug macht. Ja, die sind leider nicht da. Das ist ein bisschen und Ananas. Man sollte also, ja. Das ist alles toll, ich möchte auf dieses Kampfcroissant hinweisen. Das ist nämlich, ich bin mir nicht genau sicher, wie alt das ist. Ich möchte das kurz demonstrieren. Wie man sieht, ist es ein solider Block. Wir haben einen flammneuen Kühlschrank von der Marke Bosch. Darf man das sagen? Wir haben einen flammneuen Kühlschrank von einer Marke. Soll ich ihn öffnen? Ja, mach mal. Dramaturgisch korrekt. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Computer da oben drin. Der ist extrem clever und weist uns auf alles Mögliche hin. Wir haben Fruchtzwerge, Marmelade, Drinks, Club Mate, alle Cola. Ja, eigentlich haben wir alles. Weiter. Kann ich gleich schon drin rumarbeiten? Nein. Du kannst ein Monster sauber machen, wenn du hier noch ist. Du kannst ein Monster sauber machen. Vielleicht. Gut, man kann von hier oben auch runter gucken. Was besonders dann praktisch ist, wenn man Brenn fragen möchte, wo das Essen bleibt. Wo bleibt denn das Essen? Halbe Stunde noch. Hast du? Ja. Allgemeine Bestürzung. Hier hinten ist das Herzstück der sozialen Interaktion. 22 Grad. Der gute Weber-Grill, der noch nicht sauber gemacht ist. Von gestern Abend. Von gestern Abend, weil wir jeden Tag grillen. Jeden Tag. Jeden Tag. Liebe Entwickler, kommen wir zum ernsten Teil dieses Videos. Wenn ihr Windows 8 Apps entwickelt oder zumindest plant oder irgendwas in die Richtung vorhabt, könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Wie ihr seht, haben wir sehr schöne Schnittchen, wir haben Getränke, wir haben gute Arbeitsplätze. Und was wir euch ermöglichen möchten ist, wir sind jetzt mal 6 Wochen hier, wir arbeiten schon eine ganze Weile mit dem Zeug, wir haben schon ein bisschen Erfahrung in der Entwicklung und kommt vorbei, setzt euch hier hin, dann müsst ihr, wenn ihr mal ein Problem rennt, nicht irgendeine Suchmaschine bedienen, sondern könnt einfach die Hand heben und sagen, Jungs, was soll der Käse? Und dann kommen wir und erklären dir, wie es richtig geht und sorgen so hoffentlich dafür, dass deine App möglichst schnell fertig wird. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht also, die Webseite. Oh, kann man die hier unten einblenden? Nee, ne? Na, wir nicht, wir können das. www.darksidebakery.de. Vielleicht fliegt das jetzt auch. Vielleicht fliegt es durchs Bild. Kriegen wir das hin? Da kommst du. Ja? Komm vorbei.